Lass mal da alle vier drauf. Aber mit dem Kokosnieder. Er zieht eure Ärsche ein. Okay, Waffen einpacken. Waffen einpacken. Kunstschaka kann das mal weg. So, bin da. Okay, ich stehe. Abfahrt. Und man muss drücken. Feuer! Oh! Dann siehst du. Läuft doch hier. Nice! Was ein Zufall. Alter, was denn für eine Party? Das ist noch ein Fohlen. Aber wir müssen erst kämpfen. Aber das machen wir, ne? Ja. Auf jeden Fall, ey. Die Steinhasen da? Lock die mal an hier. Mit Bogen. Ja, die sind ja eigentlich. Da liegt schon einer rum. Ja, steht gerade auf. Ich nehme nicht mit. Ich bin aber nicht so stark. Schiefer Rücken können Dreck. Der große war ein bisschen übel. Ja. Habt ihr das Pferd? Ja. Nein. Nice. Ja, gut. Einfach Feuer. Okay. Der holt das. Ich laufe hier rum. Ich hab nur ein Fohlen, kein flinkes. Schade. Eiern wir mal weiter hier rum, oder was? Ja, weiter rumlaufen. Ja. Ja, genau, mit X war es, ne? Ja. Was war mit X? Wenn du Waffen wegsteckt und wieder rausziehst. So? Ja. Auch mal das, was du noch vorher Fohlen. Ja, das ist noch ein Fohlen. Nice. Habt ihr alle eins? Ja, schnapp dir. Ich hab auch eins. Zeig. Mit dir auch noch eins, ne? Sind wir nett oder sind wir nett? Geht's denn hier rein? Nein, erst Fohlen. Wollen wir da mal rein? Erst ja, Fohlen. Ab in die Schlucht wieder. Hat da jeder eins? Reicht das nicht? Ja. Wollen wir lieber jeder zwei du oder wolltest, was? Wenn es da noch Unterschiede gibt mit flinkes Fohlen und. Achso, ja gut, dann lass mal gucken. Linkes und rechtes Fohlen. Wasser trinken nicht vergessen. Ah ja, das ist eine gute Idee. Ah, ich bin noch voll, ich bin erst gestorben kürzlich. Als einziger. Ja, umrunden wir mal die kleine Insel. Wenn der M drückt, die ist nicht so groß, ne? Vielleicht finden wir noch mehr hier. Ja. Da drüben auf der Freifläche gucken, aber. Zu wem renne ich denn eigentlich hier gerade her? Würde ich gerne nach oben weiter. Noch größere Bäume. Bist du da jetzt hin? Da, mach mal langsam. Da ist noch eins. Nee, das ist ein Reh. pack ein. Nee. Ist da oben? Oh, nee, wer rennt denn da rum? Also ich lauf mal hier hoch. Sehen uns. Oh, weiter, dann bin ich bei dir, glaube ich. Oh, hier im Sumpf hier sind auch Spinnen und so ein Dreck. Das ist ganz schön eklig hier. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Mein Spiel hat gerade abgekackt, oder? Oh, das ist schlecht. Nee, Gott. Nee? Gerade war ich hier. Sah auch so aus, als wärst du gerade vor mir aufgeploppt. Weiß nicht, wo du hin bist. Warst du mal kurz im Nirvana? Ich renne hinter Weide her. Da ist doch ein Reh. Das ist schon wieder ein Reh. Dreh. Da ist hier unten. Von führenden Herstellern empfohlen? Mhm. Junge, war der flach. Auch schon wieder ein Reh. Zu viele Rehe. Lass sie mal abschlachten, die verwechseln wir doch andauernd. Ja, es war wirklich. Halt, was ist das? Das ist auch eins. Oh Gott. Naja. Jetzt verjagt er mir das Reh auch noch. Du hast es angepiekt. Nee, sind tatsächlich nur da vorne oder was? Aber da kommt doch bestimmt gleich eins nachgespawnt, wenn wir hier einmal rund sind. Das sind Hirsche übrigens, keine Rehe. Ich habe einen Hirschkopf zumindest gekriegt. Oh, okay. Gut. Oh, hier geht's ja richtig runter.
Lauf nur nach oben. Hier gibt's Metall. The only way is up. Wo sind die anderen jetzt schon wieder hin? Was oben auf dem Berg. Vögel dürfen. Da geht's hier, glaube ich, nicht. Der Fallenpass. In die Schlucht. Ja, wir sind unten in der Schlucht. Oh, Fallenpass, da bin ich auch gerade. Ja, ich bin direkt bei dir. Oh, ich bin ja in einer ganz anderen Ecke. Okay. Ich glaube, das ist da, wo wir vorhin nicht reingegangen sind. Ja, da geht's aber auch wirklich nur einmal durch. Ist recht unspektakulär, oder? Ja. Allzu viele Fallen habe ich jetzt nicht gesehen, zum Glück. Aber... Oh, hier ist so ein starker Vogel. Ein Kopf. Hier ist noch ein Vogel! So. Ich hab ein zweites. Ja? Ein flinkes sogar. Sehr gut. Ich hab's aus den Klauen der Vögel gerettet. Oh, ich bin schon wieder in der Stufe aufgestiegen. Hier ist noch nichts nachgedacht. Alter, Hilfe! Oh, oh shit. Was hat sie? Nee, und der Hilferuf kam etwas zu spät. Hilfe, oh, oh shit. Alter, Hilfe, oh shit. Ja, ich bin abgestürzt. Ach so. Nein. Oh, da kommt was auf mich zugelaufen, Vorsicht. Komm mal. Da können wir dir auch gar nicht helfen. Oh, die Bettrollen sind nicht gut platziert. Bist du schon wieder beim Bettrollen? Ja. Ich war beim Bettrollen rausgekommen. Jetzt muss ich erstmal meine Leiche wiederfinden. Ich kill hier noch ein paar Vögel. Wenn ich mal wüsste, wo meine Konchaka jetzt ist. Das wäre die andere Frage. Soll ich bei deiner Leiche irgendwo? Ja, die war ja nicht bei mir, so richtig. Ach so. Ich weiß nicht, wo du warst, leider. Ach, da sehe ich was. Verprügelt wer? Ja. Verprügelt wer? Oh, ich komme. Prügeltime. Oh ne, das warst du. Ich nicht, ich bin hinter dir. Ich weiß, ja, 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 genau. Ja, da ist ein nackter Mann plötzlich neben mir aufgetaucht. So, hier Vorsicht! Irgendwo rechts, Vorsicht, jetzt Vögel. Rechts irgendwo eine Schlucht rein, war ich. Fallen Dings. Also das ist eine Kombination, die gefällt mir nicht. Halt, ist ein nackter ein Vogel. Ja, genau. Was denn jetzt? Nein, ein Vogel, der den nackten Mann verfolgt, wollte ich sagen. Ach so. Hier unten muss ich irgendwo liegen. Hier ist ab. Also hier ist nix. Hier liege ich. Hier ruht er. Und dann ist Kashasa ist da oben? Nö, oh, nö. Die war ja nicht richtig bei mir. Aber du hast doch zu dir gerufen. Ja, ja, aber. Aber die war doch gleich da? Nee, die war nicht gesehen, da. Och, du Scheiße, wer weiß, wo die jetzt gerade rumsteht. Ja. Aha. Wie bist du denn da hochgekommen? Irgendwo hochgelaufen. Wie schwer bin ich eigentlich? So ein zweites Pferd kann ich eh nicht mehr tragen, glaube ich. Ich hab doch zwei dabei. Ja? Könnte eins tragen, aber. Wir haben voll, wir haben fünf Stück jetzt. Fünf? Ja, aber. Eins fehlt, glaube ich, noch, ein flinkes. Für Wider eigentlich. Ja, alles täuscht. Ich hab zwei Flinke. Ach, du hast zwei Flinke. Wo bist du? Passt es. Ach, hier geht's hoch. Ich guck mal hier oben, wo du hochkommst. Bist du nicht dabei? Kannst du erst mit dem Gammeligen ein bisschen üben und dann kannst du das Flinke rausholen. Flinkes, mächtiges Fohlen. Du kannst doch ein Gepäckpferd draus machen, quasi. Hier unten war nicht so ein geiles Ding. Ah, ich hab sie. Hast du? Also, stand ja tatsächlich noch im Abgrund, wo ich drüber springen wollte. Ja, auf der anderen Seite hier. Uhu. Ach da, du bist von der Seite runtergefallen. Da wollte ich auf die andere Seite springen eigentlich. Kann ich hier lange suchen. Hat nicht ich würde hier jetzt gern nochmal hoch. Was hier? Ne, hier ist Ende Gelände, ne? Ja. Na gut. Komm ich wieder runter. Treffen beim Bettrollen oder wo? Können wir machen. Hier ist eine Babyhyäne. Ja, die brauchen wir wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja. Ne. Seid ihr hochgegangen? Nö, am unten. Relativ am Ufer lang. Eine Etage höher als am Ufer. Ja, da bin ich auch. Oh, rein! Super, Mann. Ist eine tote Hyäne rum? Ah ja, hat sich da was. Leider kein Ausdruck mehr. Schwach durch die Schlätze, ey. Drüber schlage mit meinem Schwert, ey. Übung noch. Oh, hier ist noch so ein Aufgang, oder nicht? Ja. Da links ist ein Lager. Naja. Von Sonnenaufgang bis Sonnenunter. Kann das Lager noch mal klein machen?
Nein. Also ich kann eh nichts machen. Was machen wir, wenn du die Pferde jetzt wolltest du dann einen auf Ritter machen? Ah, da rechts ist übrigens die Galeone. Brauchst du eine Lanze? Ja. Rechts ist aber die Galeone. Welche Galeone? Ja, die schwarze Galeone. Hier rechts durch das Fenster. Ach so, da hinten, ja, ja. Sieht man nur die Spitze, oder? Das ist auch drauf, ja. Ach, ja. Wir können auch durch die Höhle gehen jetzt, wenn ihr Bock habt. Oder wir gehen unten lang. Durch welche Höhle? Durch die unter unserer Base. Ja, wir können euch den Aufzug nehmen. Ja, könnten sogar den Aufzug. So, denn? Da müssen wir nach links gehen hier. Oh, scheiße. Steinhase. Ja. Soll ich stehen? Geh mal wegrupsen. So den Fluss runter hier und dann. Erstmal die Pferde in den Stall knüppeln. Yes. Oh. Ups. Ach, da sehe ich den Aufzug. Ja. Damit, das kriege ich nicht gut hin. Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht funktioniert und manchmal funktioniert. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Was denn? Mit dem Festhalten? Ja. Oh, bei mir funktioniert das eigentlich immer. Na, bei mir funktioniert es jedes zweite Mal. Ziemlich genau 50% Chance. Wenn das eine Krallreichweite ist, dann kralle ich mich dann fest. Na, wenn die Wand nicht ganz so beschissen ist, dann kannst du einfach nur gegenspringen und dann irgendwann mal Space drücken, fertig. Was denn? Lass mal da alle vier drauf. Aber mit den Kokos hier. Kokos hier. Er zieht eure Ärsche ein. Okay, Waffen einpacken. Waffen einpacken. Ja, Kunstschakka kann das mal weg. So, bin da. Okay, ich stehe. Abfahrt. Man muss drücken. Oh ja. Oh. Geil, wie die Krokodilschnauze. Ja, beide backen ein bisschen rum, glaube ich. Beide, nee, der hat einen Fuß davon. Ja, runter. Ja. Also jetzt. So, wenn wir dann wieder in der Base sind, wäre ich auch raus. Ja. Jetzt ist die Zeit, noch was zu essen. Hirschkopf dabei. Drei Schuhschnabelköpfe. Den Schuhschnabelkopf habe ich auch dabei. Ein Tigerkopf. Und da haben wir jetzt vier flinke Fohlen. Sehr geil. Smitty, der kann das. Die kann die alte Meere haben. Ja, freut sich darüber das Geschenk. Eines Pferdes. Hallo? Soll er gefäßlich ins Maul schauen, oder wie war das? Ja. Na ja. Wird er nicht machen, wenn wir es ihm nicht sagen. Ich bin gespannt, wer jetzt oben. Es scheint gut zu gehen. Ich dachte, es wird irgendwo runtergedrückt. Warum passt doch? Wieder runterfahren lassen? Ja, einen könnte man direkt wieder runterschicken. Ja, ja bitte. Sonst weiter ist mir die wieder. Mach ich. Ist denn das hier so hell jetzt? Kommt das nur von meinem Sonnenstrahl da? Von dem Strahl von dem. Was? Nee. Ja. Leuchtet irgendwie so komisch beim. Alter, was ist das denn? Dafür gibt es den Weg an der Seite hier. Du musst nicht hier runter springen. So, die Fohlen müssen in die Ställe, ne? Oder? Weiß ich nicht, ich muss mal gucken. Das ist nur Aufbewahrung. Fohlen müssen in die Ställe. Vermutlich, dann brauchen wir da nicht Dingsbums für. Was fressen die denn so? Es stimmt, essen wir auch. Pflanzenfasern. Ah ja. Eigentlich weiß ich nicht, zum Züchten muss ich erst noch mal gucken, ja. Ja. Mama. Ich habe 39 Eier aus den Viechern rausgeprügelt. Mit meiner Axt. Schön zerlegt, richtig daran ausgelassen. So, Knochen weg, Federn weg. Meine Stelle haben wir ja genug da, ne? Ich habe 5 Stück reingequetscht hier. Ja, aber passt da nur ein Pferd jeweils rein? Ja doch, kann. Was ist das so mit aus? Dem Pferd? Pferdchen. Vielleicht steht's auch bei
Fohlen. Horse Foul, ja. Foul. 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 So heißt das auf Englisch. Fohlen. Echt? Ja. Foul. Stinky Foul. Ja, ich habe Fasern reingetan, es wird jetzt ein Pferd. Ja, ja. Aber was für ein Pferd? Ja, ja. So ein Pferd oder was? Vier Varianten. Aber Die haben alle immer das gleiche. Gleiche Chance. 25%. Okay. Egal, was du hast. Seeds. Fütterst du sie? Samen gehen auch? Ja, Seeds, Island Berries, Hops, das haben wir ja nicht. Ja. Desert Berries, Bark. Bark auch? Bark auch. Da hab ich. Oh, wie viel braucht man? Muss man denn da reinschmeißen? Ich glaube, eins reicht sogar. Eins? Achso. Ja. Ich pack's erstmal rein, zusammen mit ein paar mit Bark. Ich mach Samen. Ich hab Fasern. Achso, es gibt noch Swifty Foal. Okay. Jetzt haut er den Good Stuff raus, wo mein Pferd angefangen hat zu galoppieren hier. Aber das Stall. Ist in wo habt ihr das jetzt hingepackt? In Stall oder in den... Ja, in Stall. In Stall kannst du es nicht packen. Ja. Das ist in Stall, na klar, ich hab's in Stall gepackt. Auch rein? Ah ja, okay, ist klar. Jetzt Rinde. Zack. Zept Pferd. Läuft. Ja, hat eine Rinde genommen. Ja, gut. Oh, ich hab da denn jetzt... Ich hab das... Ich hab den zweiten hier belegt, quasi. Ich stehe da vor. Aber es passt ja tatsächlich nur eins rein, also war jetzt 5. Ja. War nicht so schlecht, aber... Also ich habe ja noch eins. Ich hab noch eins frei, ne? Ja, das Midi hat ja keins, also stopf alles rein. Gehen da noch nicht mal drin. Ja, tut sich auch was, also ist gut. Jo, naja, haben wir jeder schon mal ein Pferd. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich habe zwar meinen Bartu verloren. Muss ich mir nur nochmal den neuen, kommt ja wieder, ne? Ja. Ich will den Bartu wieder. Ja, ja, der kommt wieder. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass die Gelevelten doch deutlich stärker sind. Ja. Ja, natürlich. Bin jetzt vom Level halt auch noch nicht so hoch. Der hat mich ja gewonnen, hätte der Sack. Weil ich ja auch kein Schild trage. Hengst. Ich habe jetzt nur Ross geschrieben. Beides Stall. Stelle Floki. Kontrollierst erstmal ab hier, ob das alles korrekt beschriftet ist. Ich wollte gucken, was ihr so geschrieben habt, aber ansonsten. Erstmal den Koch. Ja, machen den Koch an den Koch. Stelle. Ja. An Herd stelle ich so, ne? Ja, gibt's gar nichts anderes. Ja, an die Kochstelle kannst du auch, an das Lagerfeuer. Klingt nach dem Plan. Geh dann an Herd. Ja, schon gibt's Batessa die Mächtige, so ein paar andere Rezepte noch mit. Oh ja. Eistee. Oh. Man natürlich Eis. Geheimnisvolle Fleischsuppe mit Menschenfleisch. Oh, das haben wir doch. Oder könnten wir jetzt mal was damit anfangen? Honigdörrfleisch, das könnten wir machen. Honigglasierter Braten. Honigbrot. Brot und Honig, ja. Honig und Wildfleisch. mit honigglasierte Eier, du hast doch so viel Eier. Mit Honig und Ei. Ja, 39 Eier habe ich. Ja, und dann kannst du draußen Honig holen und. Ich hole Honig. Mach mal. So verfeinerte Schleimsuppe. Wie viel Honig brauche ich? Okay. Genau ja, so viel. So viel, wie du Eier hast. Ja, okay. Ich habe nur 9. Okay, Honig immer ein bisschen mehr. Mit Honigglasierte, also die kocht gern mit Honig, glaube ich. Ja, gut, das war gut, dass ich mal da die Imkerstöcke aufgestellt habe. Ja, stimmt. Bienenstöcke. Schattenblüten. Die sind super selten. Ja. Das war so super selten. 39 mit Honig glasierte Eier. Das sind auch die höchsten Chancen dann auf irgendwelche mächtigen. Schleimsuppe mit Honig. Ja. Sag ich mal, obwohl, was bringt das? Es ist Schleimsuppe, aber sie riecht. Ich will jetzt erstmal so ein honigglasiertes Ei. Oh, ja, gleich. Dauert ein bisschen. Ach so. Alter, die brauchen wirklich lange. Ja, die brauchen ewig. Warum? Oder ist ja gar kein Fortschritt. Ne, für ist es auch nicht an, ist kein Brennstoff drin. Achso, muss man Kohle vielleicht reinwerfen. Kohle schicken. Ja, Entschuldigung. Alle stehen sie am Grill und keiner macht Feuer, also. Wo haben wir denn. Habt ihr Köpfe irgendwo extra geparkt? Nö, oder? Bei Tier. Oh, das geht doch schnell. Das, Alter Schwede, jetzt rauschen sie aber durch hier. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob anderes Essen wirklich sehr sinnvoll ist.
Kein Walheim, das Spiel. Ja, ich renne ja auch immer mit den Fleischfetzen rum, ne? Also das ist auch in Ordnung. Natürlich, also die meisten sind leckend. Ach, sehr zentnerweise. Ja, eben. Wo ich die Fleischfetzen mal aus dem Riddick reinschiebe. So. Okay, dann brauche ich noch einen Gammelplatz. Was, ein Gammelplatz? Gammel. Wofür? Zum Sammeln. Zum Sammeln. Zum Sammeln können. Wenn es heißt sammeln. Aufbruch, damit jeder gleich weiß, da muss er hin. Hier vom Brunnen. Treffpunkt am Brunnen. Ja, würde auch gehen. Dann kommt da jetzt ein Schild hin. Sammelplatz. Ja. Dann ist das. Mach zumindest ein Schild. Dann sind beide glücklich. Okay. Ist das hier nicht diese Mitfahrer-Dinger? Diese, wie heißen die? Hm? Was, ein Uber haben wir hier noch nicht. Wollen wir noch kurz 5 Minuten mal eine Tour machen und mal schnell im Bato holen? Ja, also, dabei. Ohne Pionier vielleicht. Bin ich auch dabei. Achso, okay. Ja, umso mehr, umso besser. Wo ist der denn? Moment, muss ich nur Riddick. Der ist sogar auf der Karte verzeichnet. Ein Batus Pack müsstest du eigentlich aufgedeckt haben. Links über uns. Ja, da ging ich an dem Krokodil vorbei. Links am großen Krokodil vorbei. Ah ja. Ich weiß es nicht. Ja, dann lass uns mal unten vor der Base treffen. Ja, am Fluss, wo die Reuser sind. Treffen wir am Fluss, genau bei den Reusen. Ja, was weiß ich auch nicht, was wir als nächstes dann so genau machen. Vielleicht können wir schon mal zum Kartenraum gehen oder so. Oder mal ein paar Obelisken freischalten. Eins von beiden. Na, Kartenraum wäre schon geil. Da können wir eigentlich auch so schon hin. Ja, beide ist da. Küso, Flug ist da. Wenn wir mal alle wieder am Start sind. Ist denn Riddick? Ach scheiße, ich hab Riddick da gelassen. Ist ja egal jetzt. Brauchen wir nicht. Warte mal, nochmal laufen schnell. Ist ja nicht also weit. Mach mal Bäume frisch. Ah. Komm doch nicht leer zu Hause an. Cool. Ja, Keule raus, kann ich endlich mal wieder ein Schild nehmen. Ich brauche unbedingt eine gute Einhandwaffe, weil mit dem Zweihänder immer ist. Macht zwar auch mal Spaß, aber. Nutzt du viel Alt, wenn du dann mit zwei Hand kämpfst? Nee. Und leider. Ja, wo ist das nicht. Hier? Links hier bei mir, links am Krokodil vorbei. Achso, warte, jetzt sind wir an so früh links gegangen. Achso. Ja. Ja, sind wir, wir müssen beim Krokodil. Wirklich im Krokodilraum, ne? Ja, ja. Warte mal. Da. Ja. Ja, genau. Dann hier hoch. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich es wieder. War das Krog? Da oben ist er ja direkt schon. Ach, hier war ich noch nicht. Tatsächlich. Achso, okay. Wenn es knapp wird, dann hier irgendwo auf dem Felsen drauf, ne? Weil der knallt ganz schön rein, glaube ich. Ja, der ist nicht ohne. Gut. Erstmal die anderen wegmetzeln. Ja. Nicht zu nah ran, sonst kommt der auch ja schon mit. Kämpfer, kommt erstmal weg. Wenn noch ein Magier ist. Okay. Kann man auch wegmachen. Jetzt gehen wir nicht nochmal darüber. Schieß doch die Leute an. Ja, da kommen dann immer mehrere mit. Also die nächsten, die jetzt anschießen, das ist er schon. Der sitzt da schon. Ich kann mal die da hinten versuchen anzuknacken. Ja, den rechts da, den Bogenfritzen da. Ah. Ich glaube, dann kommt schon an da. Hat sich bewegt. Ah, jetzt. Ah. Okay, ja. Okay, die ist weg. Kommt da? Er kommt. Okay, ja. Okay. Den schnell wegmetzeln noch? Das ist aber auch ein Zauberer. Hörer. Gut. Ich lenke ihn so lange ab. Ich lenke alle so lange ab. Okay, dann hauen wir auf den Batu rum. Gut, da muss man den Zauberer klein machen. Wir können auch mal den Zauberer umhauen und mal dahin schicken. Ja, dann machen wir den betäubten Zauberer. Können wir machen, ne? Das knüppelt jetzt. Das ist Knüppelarbeit. Oh! Ausweichen kostet immer viel Stamina, das ist immer das Problem. Ja. Aber es weiß ich nicht. War voll sinnvoll. Er liegt. Ja, da
habe einen Zauberer an der Kette. Ich nehme einen Batu mit. Nimmst du einen Batu? Ja. Guck ich mal, was da oben noch so rumeiert. Ist er in seiner Truhe? Da steht auch noch eine. So, ist das schon eine? Hier runter wieder? Kochen. Ja. Achso, ja gut, du willst ja nicht in eine Base, oder? Ja doch, wir müssen ja durch die Base Achso, durch. Achso, ja. Ja gut, dann kann ich einen Batu schnell reinschmeißen, dann komme ich mit. Ich hoffe, er hält so lange durch. Das geht hab ich mich, ja, jetzt hab ich mich doch wieder verlaufen hier. Einfach schnell am Koko vorbei. Ja, ich bin ganz woanders. Hast du das geschafft? Oder? Ja, ja, ich bin wieder woanders lang gelaufen. Ha, ich bin beide hinterher gelaufen, glaube ich. Oh. Ich komme euch mal zu Hilfe. Ich muss jetzt nur dem Fluss folgen. Ah, ich bin da. Ja, ja. Ah, der White und der Floki, die besten. Wir brauchen überall Wegweiser. Ja, ehrlich. Stimmt. Geht sonst nicht anders. So eine scheiß Katastrophe, ey. So ein Baumeister machen. So. Inspirierend, aber ich meine, wir haben doch hier diesen riesen Leuchtstrahl jetzt über der Base. Ja. Ich weiß nicht, wie weit der sichtbar ist, aber. Boah, das Kutschaka immer mir direkt vor der Nase spawnt, dass ich mal gegenlaufe. So, ist hier noch Suppe da? Ja. Ja. Reiner. Es ist noch Suppe da. Batu 2 ist da. Wollen die anderen auch noch mitkommen da zum Dings? Oder soll ich nur berichten, was die sagen? Nee, ich will auch mit. Ja, komm mit. Wo war denn das nochmal? Hoch oben raus zum Schlund. Ah. Durch die Wüste. Das große, aber nicht durchs Tor, ne? Doch. Nein, oben, ja, durch den Schlund, da oben. Oben, immer Treppe hoch, da ist die kleine Tür. Die Wüste. An dem Altar vorbei, da oben. Ja, an meiner Dings vorbei. Ah, hier, ja. Jetzt weiß der ich Keto wo. Vorbei. Das heißt, die Ausgänge brauchen auch noch Namen, ich merke es schon. Das hier wäre dann zum Beispiel der. Schlund. Südwestausgang. Ja. Schlundausgang. Schlund. Das Schlund. Gut, jetzt ist der Schlundausgang. Ja. Gierschlund. Ist egal, irgendwas mit Schlund, da weiß ich, wo es lang geht. hast du den Zauberer noch an der Hacken? Ja. Ja. Wer hatte mir den gerade hier so. Wär cool, wenn jetzt auch noch eine Art Schleifspur hinter dir wäre. Ja. Statt nur ein paar Fußabdrücke. da sind Steinnasen. Ja, ja. Mhm. Da musste ich ein bisschen vorbei. Oder willst du ihn mal reinmachen, Floki? Lege ich ihn hier mal ab? Ja, kann ich auch. Ich hätte auch ziemlich gut. Und einer hat gerade die Steinnasen getriggert. Weiß ich nicht. Ja. Ist okay. Ich bin da, aber ich habe leider keine Ausdauer. Hier liegt er. Ja. Ich glaube, die Steinnasen kommen. Ja, Moment. Ich schmeiß ihn mal da rein. Ja, steht da drin. Und? Du hast ein Kopfgeld erhalten. Oh, was denn? Wie viel? Oh ja, es ist wie so ein Obolus, glaube ich, oder? Also ich habe alchemistische Grundsubstanz gekriegt, exquisites Fleisch, Silbersteine, Obolusse, Stahlfeuers. Aha. Das ist gleich, als ob du ihnen seinen Kopf ablieferst. Wir können jetzt hier die anderen Base nochmal, also einmal hier da geradeaus hoch. Einmal hier die andere. Geh ich mal hin. Die andere. Ja, hier, da wo ich gerade rumrenne, wie soll ich das beschreiben? Wie die eine und halt die andere. Ja, genau. Metzeln oder betäuben? Ist egal, ne? Alle Metzeln. Ah, oh, Metzel sind weg, was soll der unten? Ist hier schon da Zauber? Das hätte man gar nicht so weit schleppen müssen, ey. Ja, ich dachte nur, weil wir den gerade sowieso da hatten. So, kann man den Kopf mitnehmen? Der Räubergrat, okay. Aua! Sag mal, warum stichst du dich, Bins? Ja.
So direkt mich angeguckt, in den Hocker gegangen und zugestochen. Und auch schon. Oh, die haben ja tolle Masken hier. Jafari Beobachtermaske. Die packe ich mal in die Deko-Kiste. Jafari Banner. Nehme ich. Aha. Das glaube ich schon. Ja, schmeiß ich in eine Kiste, dann in eine Base. Oh. Ja. Was Banner sind immer gut. Und hier ist nochmal Tetzerin 3 tot. Das geht schnell. Gut. Und das andere ist gegenüber, ne? Oben, oder? Ja. Da bin ich schon. Der hat schon weggemacht. Ach so, na gut dann. Aber da kannst du auch nochmal kommen, da kriegst du auch nochmal eine Landmarke hier oben. Ah ja, stimmt, ja. Hinten steht auch noch so ein Boss, aber der ist richtig schlecht. Okay. Da ist ein Batu Gold gegen. Hm. Echt? Ja. Der ist schwach. Der ist schwach, der steht hinten, da hinten rum. Tugras Sandplatz, Standplatz. Ja, ja. Tu gerade, kannst du dir mal gönnen da hinten. Hm, gönn mal. Der kann nicht viel. Pass mal auf, dass du nicht runterfällst. Wow. Wir sehen uns. Alles klar. Ich bin runtergefallen. Hätte ich auch mal an der Wand. Das wäre gut so gewesen. Nein. Schmeißt du die beiden Magierköpfe gleich nochmal da rein? Wie viel Obelix hast du denn jetzt? Ich? Hm? What the fuck? Ich kann gerade nicht gucken. Die Steinnasen sind hinter mir. Ist das dann die Zahl begrenzt? Kriegst du nur maximal 4 rein oder was? Keine Ahnung. Oh! Steht da mit verschränkten Armen. Ja, runtergefallen. So. Ja, gut. Naja, so, zurück zur Base. Lauf unten am Fluss zur Base. Ist angenehm. Ja, mach das. Wohl, hier sind mehr Eidechsen. Yeah. Ja. Der Gegner wie oben. Gut, dann ist natürlich. Jetzt ist das Leuchtfeuer erst aufgetaucht. Ja. Deutlich geiler, die eher tot als lebendig dahin zu schleppen, ne? Ist ja viel einfacher. Mhm. In der Tat. Ja, Mann, mein Seil da hat auch ganz schön gelitten jetzt. Weg. Ja, wo ein Stück. Aber wie viel hast du denn jetzt gekriegt für den? Also, ich habe jetzt für 2 Magierschädel 9 gekriegt. Ich habe 10 gekriegt. Für einen Lebenden, also kriegst du für einen Lebenden mehr. Ich habe für 2 Schädel habe ich. Ach so. Oh, hingekriegt, wie gesagt. Und die kriegst du ja pro Dings nur einen. Ja, dann kriegst du ja doch deutlich mehr. Also 8 Silbersteine, 36 Stahlfeuer, 30 Grundsubstanz. Und ich glaube. Silbermünzen oder was? Nee, Silbersteine. Rocken. So, musst du noch schmelzen oder was? Oder kannst du die auch gleich malen? Wie viel kommen da raus? 5? Weiß ich nicht. Muss man die malen? Nee, die Steine musst du, glaube ich, schmelzen zu Barren. Ich tue sie euch hier irgendwo rein, dann könnt ihr. Machst du mir irgendwo eine Schmelze rein? Ja, ganz links. Silberstein. Ja, macht Silberbahn direkt. Ja, dann siehst du. Aber 2 Stück. Braucht man 4 Örter? Nee, hä? Wie viel hat's insgesamt? Ja. Steine? 8. Glaube ich. Ja, dann 3. Aber eigentlich war ich der Meinung 6, aber 6 kann ja nicht sein. Dann müssen wir 8 gewesen sein. Ja. Ah, tun wir das jetzt noch mit dem Stein zusammen, dann in die Edelmetallkiste. Ja. Oh, aber kriegst du auch deutlich mehr dann, ne? Ja. Ich hab 19 Silbermünzen gekriegt für beide, das ist ja schon mal. Also wenn wir die massiver Unterschied da in der Nähe machen, sollten wir die lebend da reinschleifen. Ja. Ja, definitiv. Galter aus Bosonien, der steht hier bei meinem Bett, nimm den weg. Ja, ich nehme ihn ja weg. Stech ihn erstmal zu meinem Bett rüber. Und wir haben sogar Bilder an der Wand hängen, die haben wir noch gar nicht gesehen. So weit weg.
cool. Das ist, was das Spiel hergibt. Ja. Nein, noch nicht ganz. Ich bin noch nicht hoch genug Level. Es gibt noch solche Kisten, die du hinstellen kannst. Wo du auch Sachen reintust. Okay. Ziemlich cool.